Check it, every day we getting it. Ayy, ayy, check it, put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker, shaker. Guten Morgen, meine Girls. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben heute Mittwoch früh, es ist 7.47 Uhr und wir sind natürlich schon wieder auf den Sprung, weil wir in die Krippe und auf Arbeit müssen. Und Luna, was hast du denn gemacht? Luna springt schon wieder im Haus rum und bringt alles durcheinander. Das heißt, wenn wir... Kaka, hast du einen Stinker gemacht? Ja. Oh nein, den müssen wir jetzt schnell rausmachen. Zeig mal her. Komm her zur Mama. Oh, da ist wirklich einer drinnen. Das heißt, Zeitmanagement jetzt schon wieder völlig durcheinander. Jetzt muss ich noch schnell eine Windel wechseln, die Sachen noch gar zusammenpacken und dann müssen wir ganz schnell los. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei unserem heutigen Video und wir sehen uns später. Huhu. Wir haben 13 Uhr und ich habe meinen Moggi pünktlich von der Krippe abgeholt und jetzt fahren wir gerade schon wieder ans andere Ende der Stadt, weil ich für Heiligabend Fleisch bestellt habe. Und das holen wir. Das hat jetzt schon zweimal nicht geklappt. und ich hoffe natürlich, dass es jetzt klappt, weil sonst fahre ich ja umsonst jetzt die Kilometer quasi. Und genau, es ist irgendwie ganz komisch draußen. So richtig ungemütlich und schon wieder so dunkel. Naja, bei Luna war heute der Nikolaus im Kindergarten. Stimmt's, Luna? Und er hat ein Säckchen gebracht. Da schauen wir dann mal daheim rein, was da drinnen ist. Genau. Und ansonsten schauen wir mal, was wir heute treiben. Ein bisschen sauber machen muss ich auf jeden Fall heim. Und eigentlich müsste ich dringend bügeln. Aber ich muss mal schauen, ob das mit Luna machbar ist. Und heute Abend habe ich von der Arbeit aus Weihnachtsfeier. Könnt ihr euch noch an den Vlog letztes Jahr erinnern? Ungefähr um die Zeit, als ich schon auf der Weihnachtsfeier eingeladen war, obwohl ich noch gar nicht in dem Betrieb gearbeitet habe. Und jetzt jährt sich schon wieder diese Weihnachtsfeier. Also es ist echt absolut der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und genau, deswegen muss ich dann kurz nach 6 schon wieder von uns zu Hause losfahren, weil da fahre ich schon bestimmt 40 Minuten hin mit dem Auto. Und bin ich mal ganz gespannt, wie das Essen schmeckt und wie die Stimmung so ist und so weiter. Freue mich aber schon total drauf. Nehmen noch zwei Kolleginnen von mir mit. Ja, und jetzt fahren wir mal schnell eben nach dem Fleisch gucken. Und nebendran ist der Rossmann. Da werde ich gleich noch ein Pack Windeln mitnehmen. Die neigen sich auch so langsam im Ende und dann haben wir keinen Stress. Nicht, dass wir irgendwann mal dastehen und so, wow, wir haben keine Windeln mehr. Genau, deswegen gehen wir noch kurz in Rossmann und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause. Und dann schauen wir mal, was wir bei diesem, naja, Kuschelwetter schon wieder so alles treiben heute. Dankeschön, hey, toll gemacht. Super. Mensch, bist du eine große Mausi. So schön aus. Hm? Ja, den habe ich nur dahin gelegt. Wo kommt denn der eigentlich hin, der Autoschlüssel? Nee, hör mal auf, Lulu. So, was ist denn jetzt? Schuhe aufräumen. Schau mal, sind wieder zu Hause. Und ich hatte jetzt doch keinen Bock mehr, zu Rossmann zu gehen. Das soll der Flo einfach morgen nach der Arbeit erledigen. Und ja, jetzt sind wir zu Hause und kommen erstmal an. Ist jetzt 1:30, glaube ich, ungefähr. So, schau mal. Und ich glaube, ich muss noch einen Kaffee trinken. Ich bin jetzt irgendwie ganz schön müde. Schau mal, ob wir den Schnuller noch aufheben. Zeig mal, was war denn da drin? In deiner schönen Nikolaustüte. Eine? Nikolaus. Was ist denn das eine? Nikolaus. Ja, aber ein Nikolaus aus Schokolade? Schokolade. Und willst du den essen? Ja. Okay. Und was ist das da? Hähne. Wie sagt man denn richtig? Du Hähne. Nein, so keine Zucchini. Eine Mandarine.
Mandelblüte. Und was ist da noch drinnen? Ein? Klar. Ein kleines Handtuch. Das müssen wir ins Wasser schmeißen. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir in die Badewanne gehen. Dann ist das noch lustiger. Hm? Schmeißen wir mit in die Badewanne und dann wird es ein Handtuch. Lustig, oder? Hör auf. Die Mandarine? Ja. Willst du die essen? Nein. Was willst du denn dann essen? Hm? Die Schokolade. Zack. Die willst du essen? Ja. Mhm. Na gut, heute, weil ausnahmsweise, weil Nikolaus ist. Und, schmeckt's gut? Ja. Das war's aber dann heute mit Naschen, okay? Ja. Das ist der Luna Ehrens, ja. Kindergarten oder die Krippe bereitet sich natürlich auf die Weihnachtsfeiertage vor. Die haben ja auch 2 Wochen zu. Eine Woche davon habe ich Urlaub, die andere Woche muss ich arbeiten. Da passt dann Ali, also zumindest haben wir das so ausgemacht, auf Luna auf an den Tagen, an denen ich arbeite. Und jetzt muss ich wieder die Essensbestellung abgeben und es ist immer voll lustig, was die Kinder da so, was heißt lustig, was die Kinder da halt so zu essen bekommen. Muss ich jetzt wieder alles ankreuzen, das mache ich jetzt mal schnell. Luna spielt im Wohnzimmer noch ein bisschen iPad und ja, ruht sich halt ein bisschen aus und verarbeitet ihr Krippengeschehen heute. Genau, und es ist immer ganz lustig, das mache ich eigentlich immer total gerne, Luna, das Essen aussuchen. So, Dienstag, 9.1. Hähnchenroulade mit Gemüsereis und Salat oder gekochten Schinken mit Blumenkohl und Sauce Hollandaise. Na, dann nimmt sie die Hähnchenroulade. Fleischspieß mit Rösti und Salat oder ein Rinderbraten mit Spätzle und Salat. Dann nimmt sie den Rinderbraten. Oh, Schweinebraten mit Klöser am Donnerstag. Na, da stellt sich die Frage ja gar nicht. Klösel! Freitag Rührei mit Spinat und Kartoffeln oder vegetarische Pizza. Rührei. So, dann ist es auch erledigt. Das kommt jetzt sofort wieder in ihre Tasche, dass ich das nicht vergesse abzugeben. Und dann ist mir jetzt voll brandheiß eingefallen, dass ich unbedingt noch eine Wäsche, Luna-Wäsche anmachen muss. Weil ich dann sonst am Freitag nichts habe, was ich einpacken kann, denn wir besuchen am Wochenende das Saarland. Jetzt darf Luna noch mal ein neues Türchen aufmachen. Schau mal, Schatz. Heute darfst du wieder eins aufmachen. Ach du, was machst denn du da schon wieder? Da ist die Nummer 6. Soll ich dir helfen? Und, was ist drinnen? Hey, cool! Was ist denn das? Ein? Roller auf. Ein was? Roller. Nee, was ist denn das? Ein? Roller. Na, was war denn heute bei dir im Kindergarten? Der? Nikolaus? Nikolaus. Ist das der Nikolaus? Ja. Ja, zeig ihn mal in die Kamera. Nikolaus. Wir haben übrigens eine Steinelieferung bekommen. Da draußen vor der Haustür türmen sich lauter Elfsteine, also so Beton-Elfsteine, auf für dieses Stückchen da vom Garten, was wir schon anfangen wollten. Aber da liegt jetzt, das liegt jetzt am Wetter, ob das jetzt dieses Jahr noch gemacht werden kann oder halt nicht. Wir würden uns natürlich voll freuen, weil wenn es dieses Jahr noch gemacht werden kann, weil wir uns da total freuen, dass das auch schön gemacht wird und ordentlich. Müssen wir mal gucken, wie das Wetter so mitspielt. So, machen wir da wieder zu. Dann nimm dein Bobbika mal mit hinter und ich saug dann mal raus, okay? Hm? Na, Vorsicht!
räumen wir erstmal dein Spielzeug ein bisschen auf. Wo ist denn der Bauernhof? Da. Wenn wir jetzt alles rein tun. Schau mal, der kleine Bobbycar. Nein. Bitte? Nein, lass mal stehen, bitte. Was? Das hast du schon wieder gemacht. Hm? Aua. Ein Aua hast du gemacht. Warte, machen wir mal zu. Und hopp. Das dieses Video online geht, haben wir nur noch 16 Tage bis Weihnachten und ich wette mit euch, dass da draußen mindestens ein Mädel sitzt, die noch nicht weiß, was sie ihrer Freundin, Mama, Tante, Onkel, Schwester, bla bla zu Weihnachten schenken soll. Und ich wollte euch nochmal auf den Fitvia Xmas Shop aufmerksam machen, weil die einfach mega coole Sachen haben und darf euch da auch jetzt nochmal ein Set zeigen. Und natürlich gibt es am Ende auch wieder einen Rabattcode, also seid gespannt, was ich euch da jetzt schon wieder vorstelle und wie hoch der Rabatt diesmal ist. Also muss ich echt sagen, da kann man einiges sparen. Und zwar zeige ich euch heute mal das Pure Tox Deluxe Set. Das besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Ich habe es euch jetzt mal hier aufgebaut. Und zwar besteht es natürlich aus diesem wunderschönen, niedlichen Tee-Ei mit dieser roten Snowflake, also mit dieser roten Schneeflocke, das ich euch letztens schon gezeigt habe. Dann lustigerweise, weil ich den im letzten Video empfohlen habe, ist da der Strawberry-Tee drinnen. Ein Superfruit-Tee. Dann diese echt mega lustige, schöne, kuschelige Tasse von Fitvia mit diesem Schal oder mit diesem Pulli rum, der so mit Goldfäden durchzogen ist. Also auch richtig schön weihnachtlich. Und eine Packung von diesen Fitvia Fitberry Detox Bars. Das sind bei uns allzu viele nicht mehr da, weil wir die sehr gerne mal zwischendurch futtern. Und wir fangen gleich mit dem Strawberry Puretox Tee an. Das ist der erste Puretox Tee mit Erdbeeren, also der Erdbeerstückchen enthält. Er riecht auch unwahrscheinlich lecker nach Erdbeeren. Ich hatte ihn heute in meiner Thermoskanne auch mit auf Arbeit dabei und er war wirklich sehr, sehr fein. Und hat auch wieder sehr, sehr gut den Durst gelöscht. Also er macht seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre. Er riecht unwahrscheinlich gut nach Erdbeeren und er schmeckt auch unwahrscheinlich gut nach Erdbeeren, aber nicht auf diese süßliche Art. Es gibt ja auch so ganz viele von anderen großen Teeherstellern so Tees, die so nach Strawberry Cheesecake oder so schmecken sollen. Aber das ist alles so, ja, so künstlich und so extrem süß. Aber so schmeckt der gar nicht. Also es ist schon ein, ja, Fruchtgeschmack, ohne irgendwie so süß zu schmecken. Unter anderem hilft der Strawberry Puretox Tee quasi deinem Körper, sich zu reinigen. Er kurbelt aber auch den Stoffwechsel an, hilft bei der Fettverbrennung, was natürlich mega ist, jetzt wo dieses ganze, ja, Gefresse bald losgeht, also diese ganze Weihnachtsfutterei. Da ist ja schon auch die ein oder andere Weihnachtsgans dabei, die recht fettig ist. Er hilft auf jeden Fall, wie gesagt, bei der Fettverbrennung. Aber er enthält auch viel Vitamin C und auch Antioxidantien, die natürlich euer Immunsystem stärken. Neben den Erdbeeren, die enthalten sind, ist auch Zitronengras verarbeitet, Aronia-Beeren, Brennnesselblätter, das hilft ja ein bisschen so zur Entwässerung eben, ne? Sind roundabout wieder richtig coole Sachen drinnen, also rundherum richtig coole Sachen drinnen. Eine ganz, ganz leckere Teemischung, die ihr da habt mit dem Strawberry Puretox Tee. Wie gerade schon erwähnt, geben auch die Erdbeeren diesem Tee wirklich einen unwahrscheinlich fruchtigen Geschmack. Und Erdbeeren sind auch natürliche Stimmungsaufheller, was natürlich mega cool ist bei dieser trostlosen Jahreszeit, einfach bessere Stimmung zu haben. Und wenn man das durch einen Tee schafft, ist das natürlich optimal. Dann ist eben noch in diesem Puretox Deluxe Set der Superfruit-Tee drinnen, also Superfrüchte-Tee. Auch ein ganz, ganz feiner Tee mit Granatapfel und ebenfalls Erdbeergeschmack. Die Basis des Tees ist ein Kräutertee und dann sind eben unter anderem, ja, Granatapfel und Erdbeere, also das riecht man auch total, ist auch ein ganz, ganz feiner Fruchttee, der Superfruit-Tee. Und eben diese Fitberry Detox Bars, also diese kleinen Müsli-Riegel, so ähnlich wie die Müsli-Riegel für die Kinder, aber es schmeckt wirklich fein, also einfach mal so zum Zwischendurch hapsen, sind die wirklich lecker. Und natürlich diese Tasse. Einige haben mich auch schon angeschrieben, wie die Tasse unter dem Schal aussieht und sie sieht dann so aus. Also sie kann dann auch quasi im Sommer verwendet werden als ganz normale
schöne, weiß mit grünen Blättern beprintete Tasse. Aber ja, Flo lacht mich schon immer aus, wenn ich so auf dem Sofa liege und dann meinen Tee schlürfe. Aber ich finde es total schön. Es ist halt so ein typisches Mädels-Gadget. Und das PureTox Deluxe Set hat eben auch noch dieses niedliche Tee-Ei mit dieser Schneeflocke. In Rot, was natürlich optimal zur Weihnachtszeit passt. Also hier kommt der Tee rein und dann macht man es wieder zu und hängt sich's eben in die Tasse. Habt ihr ja schon aus meinen ganzen anderen Videos gesehen. Da baumelt es dann so in der Tasse rum und hat halt hier so einen kleinen Abstellteller, dass man da daheim nichts vollsuggelt. Das wäre jetzt zum Beispiel eine mega coole Geschenkidee für eure Mama, Schwester, Tante, Cousine oder auch für Männer natürlich. Auch Männer dürfen Fitvia verwenden und verzehren. Fitvia hat aber auch noch in ihrem Xmas-Shop 12 weitere wirklich mega schöne Geschenksets, die sie schon quasi zusammengestellt haben, vorbereitet. Und es gibt auch 5 exklusive Weihnachtsprodukte, die auch wirklich toll sind. Da habt ihr ja auch gesehen, meine Glas-Thermos-Bottle mit den Schneeflocken oder auch diese Infuser-Bottle mit den Schneeflocken drauf. Wirklich ganz, ganz tolle Sachen zu Weihnachten. Schnuselt mal vorbei. Ich finde, da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen, weil die wirklich tolle Sachen haben zum Verschenken. Und wenn ich jetzt hier schon so eine ganz tolle Nikolausmütze anhabe, weil heute am Drehtag natürlich Nikolaus ist, gibt es natürlich einen Code von mir und der ist immer noch Xmas Lumelowu. Also das heißt, ihr gebt einfach unten ins Rabattcodefenster Xmas Lumelowu ein und könnt auf alle Bestellungen bei Fitvia 24% sparen, was natürlich mega ist. Also 10% sind schon gut, 15% sind schon gut, aber 24%, natürlich wegen 24.12., ne, ist wirklich mega. Also da könnt ihr einiges sparen, auch wenn ihr nur einzelne Teile bestellt. Ihr müsst keinen Bestellwert zusammenbringen, sondern einfach das, was euch gefällt, bekommt ihr 24% drauf. Ja, wenn ihr euch natürlich jetzt beeilt, könnt ihr mega gechillt und stressfrei ins Weihnachtsfest starten, weil ihr alle Geschenke schon zusammen habt und es wird euch per Post zugeschickt. Ihr müsst nicht mal wegfahren. Die Seite von Fitvia, genauso auch wie mein Xmas Lumelowu Code, befindet sich natürlich wie immer unten in der Infobox. Aber wir können doch trotzdem noch mal ein bisschen rausgehen, meinst du nicht? Ein bisschen an die frische Luft. Nacktschnecken. Nacktschneckenweg? Nee, da ist schon zu spät, ist schon 4:30 schon, dann wird schon ein bisschen wieder dunkel. Und die Oma kommt 5:00. Also jeder braucht ja nur eine. Also machst du es falsch rum. So rum. Ah, Glitzerfisch. Glitzerfisch. Die Luna, genau. Prima, super. Bummer. So, jetzt darfst du dir was aus. Willst du für ein Buch lesen? Das. Aber weißt du was? Dann müssen wir mal die ganzen Pflaster abwaschen. Zeig mal, haben wir alle? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Die mache ich mal schnell sauber, okay? Schau mal, wie dreckig die sind. Und dann kleben die wieder viel besser auf unserem coolen Buch. Alles klar? Ja. Schneller im Bus. Für jedes Tier, 5 sind's genau, klebt hier ein Pflaster. Das ist schlau. Denn tut den Tieren mal was weh. Am Kopf, am Bauch, vielleicht am Zeh. Hilft so ein Pflaster, leuchtend bunt und macht sie alle schnell gesund. Dem Hund tut seine Pfote weh, er ist wohl umgeknickt, oh je. Jetzt ist die Pfote ganz schön dick, da hilft wohl nur ein kleiner Trick. Bald hören die Schmerzen wieder auf. Schnell pusten, trösten, oh, Pflaster drauf. Ein Bussi drauf, ein Pflaster. Welches ist das Hundepflaster? Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Was?
Langsam. Langsam, habe ich gesagt. Luna, langsam. Lisa? Danke. So, jetzt hat sie wieder den Bob oben gefunden. Den habe ich schon extra hoch, dass sie ihn nicht mehr findet. Aber er wird nicht uninteressant. So, jetzt haben wir schon 20 vor 5. Flo wollte heute auch so um 5 von der Arbeit kommen. Der muss heute ein bisschen länger arbeiten. Und meine Eltern haben sich ja jetzt auf 17 Uhr auch angemeldet, um den Nikolausi vorbeizubringen. Und ich habe eh lauter Sachen auch noch für meine Mama hier rumfliegen. Unter anderem habe ich mir ausgedacht, dass alle Weibsen quasi aus meiner Family, also das heißt meine Mama, meine Schwiegermama und die Ali, jeweils eine kleine Juwelkerze bekommen. Und die müssen sie jetzt bis Heiligabend quasi abfackeln und das enthaltene Schmuckstück dann an Heiligabend tragen. Habe ich jetzt einfach so als vorweihnachtliches Geschenk gedacht. Und ich finde es halt irgendwie cool, wenn wir uns dann an Heiligabend austauschen können. Ja, ich hatte die Ohrringe drin und ich hatte das und das drinnen und so. Und ja, wir machen unterm Jahr alle so viel füreinander. Und deswegen habe ich halt gedacht, kriegen sie es vor Weihnachten. Und fand es halt eine schöne Idee, dass man dann einfach an Weihnachten ja die Schmuckstücke trägt, die da drinnen waren. Und weil ich ja diesen Code habe mit Steffi 15, spare ja auch ich 15%. Und so eine Kerze hier, so eine kleine, kostet 19,95 minus 15%. Finde ich halt so als kleines Geschenklein mal so zwischendurch. Wir kriegen genug von den Omas und ich kriege auch unwahrscheinlich viel von Ali. Also wenn es jetzt nicht materiell ist, dann ist es einfach, dass mir Ali viel zurückgibt, weil sie oft auf die Luna aufpasst, wenn ich meine, ich müsste ganz groupie-like mit auf ein Konzert von Flo fahren. Und deswegen kriegen die Mädels von mir jeweils eine Juwelkerze. Auch hier nochmal, ist auch wirklich eine voll schöne Geschenk-Idee-Juwelkerze. Man hat eine duftende Kerze, jetzt für unter 20 Euro ein Geschenklein, minus meine 15% noch und ihr habt was Tolles zum Verschenken und es ist noch ein Schmuckstück mit drin. Was ist denn dein Tipp-Toy-Buch überhaupt, Luna? Ich glaube, das ist da drinnen, oder? Doch, schau, da ist es. Ja. Ja. Von wem hast du das gekriegt? Lisa. Nein, vom Felibadi. Felibadi. Mal schauen, was der Felibadi dem Christkind gegeben hat, was das Christkind dir schenken soll. Da bin ich mal ganz gespannt. Aber es ist ein cooles Geschenk vom Felibadi, oder? Ja. Du kramerst immer was an und ich darf es aufräumen, weil du das nächste ankramerst. Das geht fall so nicht. Muss ich schon ein bisschen schimpfen jetzt? Nein. Oh. Und dann schaut sie mal bei uns aus wie? Oh. Bei die Hotteldot. Zuerst das Anmeldezeichen für dieses Produkt. Willkommen in Google. Oh, das coole Lied. Straße mit dem Haus Nummer 5, ist was los? All die vielen Leute. Straße mit dem Haus Nummer 5. Ja, Wohnfamilie Hoffmann, kommt doch alle mal vorbei. Die Weihnachtsoma ist da. Die Nikolaus-Oma. Bau, zieh mal deine auf. Kannst dich auch ein wenig zum Affen machen für meine Abonnenten. Oh, oh, oh. So, meine Eltern sind jetzt weg und ich ziehe mir jetzt noch schnell was anderes an und muss mal schnell auf Klo und dann fahre ich auf die Weihnachtsfeier und da bin ich jetzt schon mal ganz gespannt. Ich habe jetzt auch echt schon ganz schön Kohldampf, ne? So Leute, es ist 18.05 Uhr und ich bin natürlich extremst pünktlich wieder. Ich habe jetzt den Klassiker gebracht und habe mich einfach rausgeschlichen daheim. Der Flo hat die Luna voll cool abgelenkt mit diesem Handtuch, das er da heute vom Nikolaus bekommen hat. Das haben sie jetzt zusammen aufgemacht. Das war jetzt voll cool und die waren oben und ich habe schnell die Sachen gepackt und habe dann bloß so, tschüss Schatz, ich gehe, ich liebe dich. Ja, und jetzt bin ich unterwegs und muss meine darf meine Arbeitskollegin holen und eben dann noch eine andere Kollegin. Und dann würde ich sagen, ich melde mich, wenn ich aus dieser Weihnachtsfeier-Action wieder draußen bin und nach Hause fahre mit ein paar Verabschiedungsworten aus diesem Video. Aber jetzt muss ich mich natürlich auf den Verkehr konzentrieren und hier nicht ewig in der Kamera rumlabern, weil ich eh auch ein bisschen nachtblind bin. Genau, deswegen volle Konzentration und beide Hände ans Lenkrad. Und dann sehen wir uns einfach später nochmal. Hallo meine Lieben.
Lieben, es ist jetzt schon kurz vor 11 und ich bin jetzt wieder von der Weihnachtsfeier zu Hause und bin total vollgefuttert. Und jetzt kann ich auch gar nicht mehr so laut sprechen, weil das ganze Lumello-Headquarter schon schläft. Luna schläft schon seit 8 und der Flo hat mir jetzt auch gar nicht mehr auf meine SMS geantwortet. Deswegen denke ich, der schläft auch schon. Und ja, jetzt verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und deswegen sage ich unter anderem, wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal.